Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Assassin's Creed Unity. Ja, erstmal nochmal schöne Feiertage, beziehungsweise ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest gehabt. Und ja, dementsprechend jetzt erster Weihnachtstag, Aufnahme und so. Und ich würde einfach mal sagen, da ich jetzt mal wieder ein bisschen was gemacht habe nebenbei, die Koop-Mission, ich war eigentlich am Überlegen, die auch mit aufzunehmen. Aber ja, ganz ehrlich. Das ist super chaotisch und wenn dann der Host weg ist und bla und blub und bla bla bla. Also so random macht das nicht wirklich viel Spaß. Das muss ich mal wirklich sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben dadurch natürlich ein paar Fähigkeitenpunkte bekommen, die ich jetzt auch gerne investieren wollen würde. Und zwar einmal die Meißel der Stangen. 18 Punkte haben wir, das ist eine ganze Menge. Und Gnadenstoß. Zeige ich euch natürlich auch alles gleich. Und vor allen Dingen, jetzt würde ich gerne noch uns verkleiden machen können. So. Weil das haben wir auch noch nicht. Damit sind wir durch. Und wir haben wieder genug Geld. Da kommen wir dann auch gleich noch zu. Und zwar würde ich gerne den hier kaufen. Den Zeremonienpartisaner oder die Zeremonienpartisaner. Das ist ja. Zack. Und natürlich wollen wir das Ding auch gleich aufrüsten. Das ist natürlich klar. Wie sollte es auch anders sein? So. Und wie ihr seht, sind wir rot angezogen. Und da kommen wir nämlich dann gleich zum nächsten Thema. Im Moment ist nämlich ein kleiner Bonus aktiv. Und zwar, dass man 50% mehr Geld bekommt, Livre oder Louvre, wenn man, ja, irgendwas macht, was halt Geld bringt. Das ist natürlich eine extrem geile Sache, obwohl man so oder so schon eine ganze Menge Knete hat. Aber so ist es halt. Und guck mal, da haben wir doch direkt was. Können wir den rammen? Naja, schade. Naja, egal. So, und dann wollen wir das auch direkt mal ausprobieren. Wie geht denn das jetzt? Okay, cool. Jetzt sind wir der Typ. Ah, und da oben links, neben dem Namen. Oder neben dem Symbol. Okay, sobald man läuft, geht's aus. Da war der Timer. Und da ist jetzt auch der CD. Alles klar. Ja, das ist ja schon mal nett. Zu den Kampfgeschichten kommen wir dann gleich. Dann würde ich jetzt mal gucken, wo ist denn jetzt überhaupt unsere Hauptmission? Ja. Da ist sie. In Richtung. Germain ist irgendwo auf der Tribüne und schaut sich die Hinrichtung von Ludwig den 16. an. Okay. Wo haben wir denn da? Da haben wir. Ne, da haben wir. Dann reisen wir da nämlich mal direkt hin. Und werden dann einfach mal die Missionen annehmen. Und mal schauen, was uns dann da erwartet. Ich bin ja mal relativ gespannt, was dieser Germain denn so für uns aufs Lager hat. So, irgendwas in der Nähe? Da ist nix. Mano, ich würde gerne eigentlich irgendwo mich mal mit jemandem anlegen. Komm schon. Muss doch irgendwas. Ah, da hinten, na toll. Alles Kollegen. Hier vielleicht? Da so? So und das jetzt. Ah, naja, auch wieder nur ein Einzelner. Ja, du auf jeden Fall nicht mehr. Da sind welche. Da sind welche. Guck, guck. Na? Hallo. So. Au. 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 So, und jetzt sehen wir auch gleich nochmal den Schlag. Und zack. Wie, der Gnadenstoß hat nicht funktioniert. Okay, dann versuchen wir ihn mal umzuhauen. Ey. Lass das doch mal. Ich will das machen. Autsch, einmal durchgezogen das Ding. Ja. Was war das denn jetzt? Der soll gar nicht umkippen. Naja. Das ist schon echt böse, einfach so durchstecken, das Ding. Ach, war das sogar ein.
Event? Ne. Oh, guck mal hier. Mit denen lohnt sich das bestimmt. Guck, guck. Jungs, ich habe gerade euren Kollegen umgebracht. Was ist das? Ja. Mann. Mann. Wo sie zwar alle immer von den Beinen. Das bringt mir nur nichts, wenn sie die ganze Zeit immer von anderen Leuten dann gekillt werden. Fall jetzt mal hin. Ja. Separatieren wir ihn mal hier so ein bisschen. Na, guck mal. Jetzt kommen uns die Idioten, ey. Die nerven so ein bisschen. So, jetzt aber. Locken. Na, wir haben den Falschen erwischt. Na. Lasst mich mal mit denen alleine. Ich will mich nicht alleine lassen. Gibt's ja wohl nicht. Okay, hier ist zu viel los für den Krimskrams. Irgendwie. Okay. Wer ist da drauf? Jetzt aber. Ha! Gnadenstoß. Und wir haben den Erfolg und Liegenbleiben erhalten. Den wollte ich nämlich haben. Das war eigentlich der ganze Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Da, da, da. Komm, wir laufen mal hier als den Typen rum. Ne, eine Frau. Ups. Okay. So haben wir jetzt die Frau erwischt. Keiner in der Nähe. Egal. Ja, die haben wir zum Beispiel gemacht, die Mission. Also, ich. Ohne euch. Na, Elise, die in Richtung. Dann wollen wir mal. Bin ich ja mal gespannt. Bist du sicher, dass Gemma kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns. Dann sind wir auch schneller. Okay. Kurze Einleitung. Okay. Ist er das? Bringt den Verurteilten vor. Achso, das ist der Verurteilte. Alles klar. Und nun? Gamor eliminieren. Das Gebiet erkunden und für Gelegenheiten sorgen. 2 Fundstücke, 8 Verstecke, 53 Waffen. Waffen, ja, sag ich schon. Wachen. So stimmt's. Oh. Sehen wir denn hier irgendwas auf der Karte? Nein. Okay, das heißt, wir sollten uns erstmal ein bisschen in die Menge aufmachen. Können wir eventuell... Wartet mal. Brauchen doch eigentlich erstmal noch irgendwas da drüben. Da sind auch noch... Oh, Offiziere. Das ist natürlich perfekt. Getötete Schützen, Moment. Da sollten wir... So. Oh. Okay, das ist ein bisschen doof. Aber egal, damit haben wir schon mal eine Wache weg. Tja. Haben wir denn hier so auch? Meine Güte. Das sind so viele hier. Der Typ darf uns nicht sehen. Ah, ich würde sagen jetzt. Einfach mal hier rein. Dann mal ein bisschen abwarten. Genau auf den dachte ich mir so, warten wir. Na, tschüss. So. Oh. Sollte man natürlich ein bisschen vorsichtig sein.
der nächste. So, jetzt müssten wir doch eigentlich... Die dürfen uns jetzt nicht sehen. Na komm, plündern wir mal eben. Die beiden... Oh... War das nicht gedacht? Ach, schau mal einer, guck. Nee, du sollst da hoch eigentlich. Vollhorst. Doch, wir machen die beiden da erstmal weg. Die nerven mich schon die ganze Zeit. Okay, das ist ein Problem. Wobei. Nee. Das machen wir nicht. Lassen wir da einfach mal. So viele Offiziere. Ich glaube, wir machen die da drüben. Alter. Wer war das jetzt? Guckt auf jeden Fall hier hin. Ja. Lass mich mal in der Ruhe. So, ich habe mal gespannt. Aha. Aber gut. Keiner registriert. Das ist natürlich gut. Da drüben ist der andere Schütze. Das heißt, wir sollten uns mal einmal gleich durch die Menge bewegen. Hui. So. Die beiden. Was machen wir denn mit denen? Ich glaube, wenn wir die hier so töten, haben wir ein Problem. Das heißt... So. So geht das aber. Jo, so geht das. So, jetzt können wir uns dann mal eben außenrum bewegen. Ich frage mich immer noch, was die Gelegenheiten sein sollen. Ach, guck mal hier. Da haben wir auch noch einen Schützen. Lasst ihr das mal. Ihr könnt mal weitergehen, ihr zwei. Na komm schon. Na? Leichte Frame-Einbrüche dort. Jetzt laufen die auch noch hinter denen lang. Okay. Das ist nice. So, jetzt machen wir mal die ganz schnell weg. So. Müssen wir nämlich nur noch ihn hier machen. Der davon nicht mal was ahnt, der Idiot. Trottel. So. Jetzt müssen wir nur noch diesen Gamma finden. Weil ich immer noch nicht die Gelegenheiten gesehen habe. Die ich gerne mal wahrnehmen würde. Karte sagt nichts an. Was macht ihr denn hier jetzt, Spacken? Und das mal lassen. Alter. Lass das. Du kannst dich mal gefälligst hinlegen. Ich hab gesagt, du sollst dich hinlegen. Geht doch. Du Schwein. Okay. Leg dich halt so hin. Die lassen sich nicht umhauen. Machen wir es so. So.
So ein paar Deppen. So, wo ist denn jetzt dieser Gamma? Aber hier sind nochmal zwei Wachen, die wir uns gleich mal eben schnappen werden. So. Bus? Hä? Was ist das denn jetzt? Wo ist die Goldbombe? Funktioniert das? Nö. Hätte er sein können. Naja. So, müssen wir die Treppen da nochmal hops nehmen. Ah, da sind auch nochmal zwei, die ich gar nicht gesehen habe. So. Jetzt müssen wir noch diesen blöden Schützen hier irgendwie. Ah, die da drüben. Machen auch so ein bisschen Probleme. Wie sieht das denn hier aus? Okay. Oh, da ist eine Patrouille. Moment. Die lassen wir mal eben vorbeiziehen. Was er ist. So. Oh, da sind ja auch noch welche. Die werden uns sehen. Machen wir es einfach mal so. Guck, guck. Und tschüss. Und jetzt können wir uns auch hoffentlich den Deppen ganz schnell schnappen. Puh. Das war knapp. Muss weg hier. Okay. Das ist dann das gewesen. Was sollen wir denn hier noch so rumgammeln? Wieso ist der eigentlich Gold? Ist das nicht Gamma? Okay. Ach, schade, wir dürfen uns auch nicht wieder verkleiden. Stimmt, da fehlt noch ein bisschen. Was haben die jetzt vor? Sind die doof? Sind die denn drauf? Was ist denn jetzt passiert? Oh. Hallo Arno. Monsieur Germain. Wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten Schritt dabei. Monsieur de la Serre. Ja, ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden, klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren würde. König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Und Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, wie er sieht. Für diese Wahrheit ist der Mole gestorben. Der göttliche Anspruch von Königin ist nicht mehr als der Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Oh, Elis. Ein guter Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. Niemals. Okay, das war jetzt eigentlich überhaupt nicht so gedacht, aber gut. So ist es halt. Jetzt wollen wir uns erstmal um Elis kümmern. Was? Nix da. So.
Hallo? Elise! Nein, verdammt! Alter! So, oh, befolgte Gegner, was? Moment mal. Da müssen wir uns nochmal drum kümmern. Entschuldigung. Guck, guck. Komm mal her hier. Oh, haben wir schon mal 3 Stück erwischt. Nein, 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 wir lassen sie doch nicht sterben. Oh, einen müssen wir noch betäuben. So, perfekt. So viel dazu. Nächster, wir lassen dich nicht allein. Hallo? Oh. Der Spinner hat sich einfach geduckt. Krasser Typ. So. Die Alte, ey. So, und nun? Ist denn er mal? Sehe nicht mal seinen Kütschlein. Okay. Alter, dass die immer mitten im Finisher einen noch schlagen müssen. So ja wohl nicht hier. Nee, nee, nee. So nicht. Oh, oh. Hat den Knopf. Mal in die Richtung, oder wie? Alter. Arschloch. Elise? Was? Krass. Okay. Das ist krass. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich habe ja auch gesagt, ich sehe ihn nicht. Hm. Hm. Das ist ja jetzt ein bisschen unfair. Wir müssen schneller machen. Das heißt. Wo ist denn? Ich sehe den nicht. Ich meine, ich weiß ja nicht mal, wo es lang geht. Das ist das Problem. Ja, wir sind doch schon dabei, hier aufzuräumen. Wieso sieht man das Ding nicht? Hm. Das ist irgendwie doof. Es muss auf jeden Fall alles schneller gehen. Wo ist das Ding? So. Immer schön tot machen, die Jungs. Sag mal, wie viele sind denn das? Ach, guck mal, die können wir einfach in Ruhe lassen. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Vielleicht ist sie beim letzten Mal einfach weggelaufen, wir haben es nicht gecheckt. Das kann natürlich sein. Da. Okay. Hm. Er ist weg. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast sie nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise! Autsch. Das war jetzt aber hart. Krass. So viel erstmal dazu. Ja, ich schätze mal, dass sie beim letzten Mal einfach weggelaufen. Wir haben es ein bisschen spät mitbekommen. Nee, 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 nee. Hier macht ihr mal nichts, Jungs. Das war fies.
Das war fies. Erst in die Wade, um ihn dann zu töten. Was mit der Fahne? Ist normal? Nee, eher nicht. Aber das ist ja witzig. Können wir das reproduzieren? Ne, jetzt ist sie weg. Schade. Ja, ouch. Elise, Mann. Du dumme Kuh. Mann, jetzt bin ich gerade echt ein bisschen baff. Hätten wir sie sterben lassen sollen, ihrer Meinung nach, oder was? Die ist da drauf. Was ist denn jetzt unsere Mission? Okay. Atome. Ja, dann reisen wir einfach mal zu Fuß nach Hause. Wir brauchen eh nochmal einen Händler. Und ja, ich weiß es ja jetzt nicht, ob es jetzt so ist bei mir oder nicht. Ich meine, ich habe ein bisschen getestet und alles, ja. Aber was ist denn da unten? Nichts. Ich bin mir nicht 100% sicher, soll das heißen. Aber es sieht gut aus, dass ich scheinbar jetzt das Problem bei mir mit dem Hängenbleiben hinbekommen habe. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann lag es an Java. Also ich habe bei mir vorher, bevor der Kram nicht abgestürzt ist, halt kein Java drauf gehabt. Dann hatte ich Java installiert, das war dann auch schon meine Vermutung gewesen. Und tja, was soll ich sagen? Jetzt scheint's. Was war das denn? Scheint es ja jetzt wieder zu gehen. Also, die Frame-Einbrüche sind auch weniger geworden. Von daher. Ich meine, wie gesagt, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Ja, irgendwie habe ich das jetzt schon öfters gedacht und dann war es wieder das Problem. Aber wie gesagt, scheinbar liegt es an Java 64-Bit. 32-Bit installieren habe ich noch nicht ausprobiert. Ob das was ändern würde. Aber da ich momentan eh nichts Java-mäßiges nutze, ist mir das eigentlich aktuell relativ Wurst. Das ist natürlich für die Leute blöd, die Minecraft spielen. Da haben wir auf jeden Fall einen Händler. So. Ich werde auch auf jeden Fall nochmal gucken, ob das halt vielleicht mit 32-Bit besser ist. Obwohl ich halt hier ein 64-Bit-Betriebssystem habe, also, daher alles ein bisschen merkwürdig. So. Naja. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall erstmal wieder schön eindecken. Nochmal ein bisschen Medizin. Ich glaube, dann war es das auch. Jupp. Gut. Oh. Herr Reyes. Oh, da klingelt das Telefon. Ja, da werde ich mal ganz kurz rangehen müssen. Also, ich würde einfach mal sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.